Deutschlands Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in Sotschi Russlands Präsident Wladimir Putin getroffen, um über die Krisenherde dieser Welt zu sprechen. Beim Thema Atomabkommen mit dem Iran sind sie sich teilweise einig. Zu den bestehenden Spannungen sagte Merkel: Wir haben ein strategisches Interesse daran, gute Beziehungen zu Russland zu haben. Unsere Zivilgesellschaften haben viele, viele Verbindungen. Und auch diese Zusammenarbeit, die deutsch-russische Zusammenarbeit, muss sehr schwere Differenzen aushalten, manchmal auch sehr grundsätzliche. Aber ich sage nochmal, wenn man Probleme lösen will, muss man miteinander reden. Wichtig ist für Putin wie für Merkel das wirtschaftliche Verhältnis. Deutschland war immer ein wichtiger Partner für Russland. Im vergangenen Jahr ist der Handel zwischen beiden Ländern um 23% angestiegen und zu Beginn dieses Jahres nochmal um 13%. Das Thema Wirtschaft brachte die beiden dann auch thematisch noch einmal zusammen. Merkel und Putin wollen an der umstrittenen Nord Stream 2 Gasleitung festhalten. Diesbezüglich versuchte Merkel, die Ukraine zu beruhigen. Dort befürchtet man, durch die Pipeline Transiteinnahmen zu verlieren. Auch die US-Regierung warnt vor dem Bau der Pipeline.